Ja, liebe Spittelmeer-Freaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um mein John Deere, um mein Triplex-Spindelmäher. Ich weiß gar nicht, wie weit ihr so eine Maschine überhaupt kennt und ich möchte euch gerne mal etwas von dieser Maschine erzählen. Ja, der John Deere 2500 ist ein sogenannter Triplex-Mäher, weil er drei Spindeleinheiten hat. Vorne laufen zwei Spindeleinheiten und in der Mitte, an ein bisschen Überdeckung, läuft die dritte Spindeleinheit. Der Triplex-Mäher hat einen Dreizylinder-Dieselmotor mit 24 PS, 780 Kubikzentimeter, ein kleiner Dreizylinder-Dieselmotor. Die ganze Maschine wiegt ungefähr 626 Kilogramm als Dieselvariante. Die Schnittbreite ist ungefähr so 1,55 Meter bis 1,60 Meter. Das kommt immer darauf an, wie viel Überdeckung man fährt. Der hat so Ballonreifen, damit das Gewicht möglichst breit auf dem Boden verteilt wird. Trotzdem drücken diese Mäher doch relativ stark auf den Boden drauf. Das heißt, der Boden verdichtet sich. Umso wichtiger ist, dass man dann immer wieder den Boden aerifiziert und nachsandet, um dieser Verdichtung entgegenzuwirken. Das ist ein großer Nachteil. Durch das Gewicht wird auch das empfindliche Gras geschädigt. Das begünstigt auch die Poanua. Deswegen sagen heute viele Golfplätze, dass man nicht mehr mit diesen schweren Triplex-Mähern auf den Grünflächen mähen soll, sondern nur noch mit den leichten Handspindelmähern. Aber es geht natürlich mega schnell. So, Freaks. Hier steckt der ganz kleine Motor drin. Da sieht man ihn kaum. Ja, schönes Maschinchen. Die sind unglaublich robust. Der hat jetzt ungefähr 2300 Betriebsstunden runter. Schnurrt wie ein Kätzchen. Also ich bin von dieser Maschine wirklich begeistert. Das ist ein wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor. Da hinten fährt ein Wasserkühler mit so einem Lüfterrad. Hier oben ist der Ansaugstrang vom Luftfilter. Hier ist der große Luftfilter. Und ja, hier sieht man so ein bisschen versteckt drin den Motor. Ziemlich verbaut. Unten herum, um den Motor herum, ist der Hydrauliktank. Da ist die ganze Hydraulikflüssigkeit drin für den Hydraulikantrieb, ein Hydrostart, ein hydraulischer Antrieb. Hier vorne ist der Kraftstofftank drin, der Benzintank drin. Mit einer schönen Benzinanzeige, da weiß man ganz genau, wie viel Sprit im Tank drin ist. Das ist der Benzineinlass, das ist der Hydrauliköleinlass. Und hier kann man auch anschauen, wie viel Hydrauliköl noch im Tank drin ist. Eine kleine Anzeige. Ja, Kühlflüssigkeit, Ausgleichbehälter. Hinter hat er noch interessanterweise noch einen Ölkühler für das Hydrauliköl. Wird nochmal extra gekühlt, weil das Hydrauliköl durch den Mähbetrieb, durch den Fahrbetrieb relativ warm wird. Hier sieht man nochmal den Wasserkühler von hinten. Alles wirklich in einem super, super Zustand. Also die Maschine wurde wirklich hervorragend gewartet, ganz im Gegensatz zu meinem Toro. Das Einzige, was er hat, habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, er springt nicht immer an. Wenn er mal heiß ist und ich ihn wieder starte, dann macht er so, dann kommt er nicht. Der Motor geht dann nach vorne durch, unter den Sitz. Und unter dem Sitz ist die Hydraulik und die gucken wir uns jetzt an. Um den Sitz jetzt hochzuklappen, muss ich erstmal die Lenkung verstellen. Das ist auch sehr, sehr cool. Man kann die Lenkung hochstellen und dann, Flasche raus, kann man den ganzen Sitz einfach hochklappen. Gibt es so eine Sicherung hier. So. Und da haben wir das gute Stück. Das ist hier der Pumpenantrieb, der Hydraulikpumpenantrieb. Diese Hydraulikpumpe hat drei Pumpenstufen, also drei verschiedene Pumpen ineinander geschaltet. Diese Hydraulik pumpt 30 Liter Hydrauliköl um. In dem Hydraulikölbehälter sind ungefähr 20 Liter und im ganzen System nochmal 10 Liter. Also 30 Liter Hydrauliköl werden hier umgepumpt. Der Kraftstoffbehälter, der kann auch ungefähr 30 Liter Diesel bunkern. Also allein an Flüssigkeiten sind hier in der Maschine 60 Liter Flüssigkeit verbaut. Alles läuft hydraulisch. Der Antrieb läuft hydraulisch, die Spindeln laufen hydraulisch, die Lenkung läuft hydraulisch. Und das zeige ich euch jetzt. Da sieht man also den Antriebsmotor, den Hydraulikantriebsmotor von der hinteren Spindeleinheit. Es sind immer drei Schläuche dran. Zwei Schläuche pumpen um und der eine Schlauch ist die Leckölschmierung. Da sind die beiden vorderen Hydraulikmotoren auch immer mit drei Schläuchen. Schön geschützt, die Schläuche, damit sie nicht durchscheuern. Denn das Schlimmste ist, wenn
in der Hydraulik irgendwas undicht ist und das Hydrauliköl auf den Rasen ausläuft, dann ist der Rasen sofort tot. Es gibt mittlerweile auch Biohydrauliköl, was auslaufen darf, wo der Rasen nicht ganz so stark geschädigt wird. Da hinten ist der Anschluss für den Radantrieb, kann man ganz schlecht sehen, also auch die Räder werden hydraulisch angetrieben. Und jetzt kommen wir noch zur Lenkung. Das ist der Zylinder, der schiebt das hintere Rad hin und her, das dreht das hintere Rad, sodass wir lenken können. Ja, das soweit zu Johnny. Das, wie schon gesagt, kann man hier auch noch sehr schön die Lenkung in der Höhe verstellen. Das ist total cool. Also auch eine verstellbare Lenkung. Man sitzt hier ergonomisch wirklich gut drauf. Das Lenkrad liegt super in der Hand. Hier kann man schön seinen Arm auflehnen und dann hat man hier seine Instrumente, wo man dran rumschalten kann. Hier nochmal zu den ganzen Schaltern. Was haben wir hier? Einmal den Anschalter, das Zündschloss mit zwei Stufen, mit einer Vorglühung. Dann glüht also jetzt der Diesel, glüht vor. Hier habe ich eine Anzeige für verschiedene Warnungen, Batterie, Temperatur, Druck, also Hydrauliköldruck, Motortemperatur. Dann habe ich hier meine Schalter für die Fahrgeschwindigkeit. Das ist schnell, langsam. Ich fahre immer auf mittlerer Motordrehzahl. Schnell ist er mir ein bisschen zu laut. Das heißt, ich fahre auf mittlerer Motordrehzahl, reicht völlig aus. Und dann kann ich hiermit die Spindeln einschalten. Und wenn ich dann die Spindeln absenke, dann fangen sie an zu drehen. Damit kann man hier die Spindeln absenken und hochheben. Absenken und hochheben. Ganz einfach. Und hier unter ist dann der Stundenzähler. Das ist natürlich scheiße. Das war das Thema John Deere 2500. Mal so ein bisschen genauer erklärt. Was ist das für ein Rasenmäher? Was hat er so für technische Eigenschaften? Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich finde diese Maschinen echt cool. Was ich noch vergessen habe zu sagen, eine neue Maschine kostet weit über 40.000 Euro. Das ist ein Monster. Klar, Mini-Stückzahlen, sehr viel Technik dran. Ich habe die Maschine damals gekauft für 4.500 Euro. Habe jetzt locker nochmal 1.500 Euro da reingesteckt. Und natürlich ganz viele Schrauberstunden da reingesteckt. Aber ist natürlich eine coole Sache. Und das Tolle ist, ich bin ruckzuck hier mit dem Mähen fertig. Ich brauche für meine ganze Rasenfläche 800 Quadratmeter. Hier jetzt nur noch 15 Minuten, dann ist die Fläche einmal komplett gemäht. Das ist natürlich eine coole Sache. Das ist der Vorteil, den ich sehe. Nicht lange mähen, nicht die Nachbarn nerven mit stundenlangem Mähen, sondern ruckzuck fertig. Super Schnittbild, super Mähbild. Ja, ich habe die breiten Streifen natürlich da nicht, die schmalen schönen Streifen, wie in dem Handspindelmäher. Aber es ist letztendlich für alle ein Vorteil. Ich kann abends spät nach Hause kommen, nochmal ruckzuck gemäht, ist die Sache geritzt. Ja, freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak Andreas Kraus. Tschüss.